Ist Blut wirklich dicker als Wasser? Und damit geht es jetzt hier um die Netflix-Originalserie Bloodline. Bloodline ist eine Netflix-Originalserie aus dem Jahre 2015 und handelt von der Familie Rayburn, die an der Küste Floridas in der vermeintlichen Idylle lebt, als eines Tages anlässlich einer Familienfeier das schwarze Schaf der Familie Danny zurückkehrt, müssen sich alle Familienmitglieder mit ihren eigenen Sünden auseinandersetzen. Wo ist Bloodline richtig stark? Neben der grandiosen Kulisse an der Küste Floridas ist vor allen Dingen die Story die größte Stärke der Serie. Die Handlung ist von Anfang an wirklich diffus und undurchsichtig und setzt sich erst nach und nach wie ein Puzzle zusammen. Dadurch entsteht wirklich starke Spannung. Außerdem wird in Flashbacks und Flashforwards, die dann auch noch von einem Voice-Over begleitet werden, wirklich starke Spannung generiert, indem sich der Zuschauer wirklich immer fragt, wie ist es dazu gekommen oder wie kam es dazu in der Vergangenheit? Wenn man überhaupt ein bisschen meckern will, muss man sagen, dass es sehr lange dauert und es einige Geduld kostet, bis die einzelnen Wendungen aufgeklärt werden. Das könnte den einen oder anderen eher Mainstream-Fernsehen- und Kino-gewöhnten Zuschauer abschrecken. Mich persönlich hat es nur dazu ermuntert, weiter dran zu bleiben. Daher kriegt Bloodline von mir eine starke Wertung von 75% Suchtgefahr. Wenn ihr jetzt richtig Bock bekommen habt, euch Bloodline anzuschauen, seit dem 20.03. gibt es auf Netflix alle Folgen, alle 13 Folgen zum Anschauen. Die zweite Staffel wurde auch schon bestellt. Ich freue mich persönlich drauf und bin erstmal raus. Macht es gut. Tschüss. Hallo. Bello. Alter. Hallo. Bello. Was? Warum? Story. Story. Story, das. Was? Wie geht's denn weiter? Fuck you, Alter. Sehr gute Wertung von 75% Softcover.